Ja, hallöchen meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Immer noch alleine und das wird sich wahrscheinlich auch eine ganze Weile nicht ändern, denke ich mal. Von daher, was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, dass wir so langsam aber sicher uns jetzt mal um die Abgabe von den Schockkristallen bemühen. Danach machen wir, denke ich mal, das Finale von Todeskreis, wenn wir da auf dem Level sind. Und dann machen wir jetzt Ledge fertig. Also nicht, dass heute überhaupt noch schaffer heißt das. Weil ich werde jetzt erstmal eine Stunde lang ungefähr aufnehmen, also eine Stunde und 10 Minuten ungefähr. Und dann ja, mache ich eine Pause kurz, also einen Schnitt und dann, ja, ich will heute mal ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Und naja. Guck mal, wie weit wir da kommen. Ich nehme euch gleich mit, wenn ich treffen würde. Und nichts du wäre zum Treffen. Wo die können ja kaum noch Erfahrungspunkte geben. Na ja, gut. Oh ja. Sowas liebe ich ja, ne? Wenn die Viecher mal aus ihren scheiß Hüllen spawnen, ey. Das ist so räudig einfach nur. Und ich bin letztendlich zufrieden. So. Tja, und dann nach Sledge kommt, glaube ich, auch schon das nächste größere Gebiet. Und das wird dann richtig lustig. Da werden teilweise muss man natürlich ein bisschen im Auto kämpfen und das ist dann, naja, nicht so doll. Wo fahre ich denn hier schon wieder lang? Meine Fresse. Ja, aber bis wir das Spiel hier durch haben, dauert es noch ein bisschen. Denke ich mal, es wird wahrscheinlich so die Hauptstory 60 Parts oder sowas oder 70, 80 oder sowas. Weil das Spiel geht so 45 Stunden ungefähr normal, wenn man alles macht. Also alles werde ich wahrscheinlich nicht machen können. Ich werde alles wohl nicht finden. Weil ich auch nicht weiß, wo alle Quests sind. Von daher, ja. Naja, halt die Fresse. Diese Kristalle sind perfekt. Hier ist dein versprochenes Hier ist das versprochene Artefakt. Achso, war schon richtig. Viel Spaß mit der neuen Schockfertigkeit. Yay, Schockartefakt. Erforderliche Klasse Soldat. Verbessert Rolands Scorpio Geschützturm Skill. Fügt Schaden, fügt Schockschaden hinzu. Sehr schön. Und EP und, wieder ein Level Up. Sehr gut. So, gleich mal benutzen. Das verkaufen wir gleich mal. Dann kann das übrigens bis Level 4, glaube ich, die Skills steigern. Also den Action Skill. Die Artefakte bis Level 4 und ja, wir werden, glaube ich, Brandbolzen hatte ich Level 4 und Schock hatte ich, glaube ich, Level 4. Nee, Brand und Explosiv hatte ich am Ende meines Runs Level 4. Und da hatte ich auch nur einen genommen, also Spielfeld auf 1 hatte ich da nur. Hallo ihr niedrig leveligen Viecher, ihr werdet mal immer ganz weggeballert. Da. Und tschüss. Jetzt hat der mir gerade die EP geklappt von dem Skag. Na gut, EP, was heißt EP? Das ist nicht viel. So, Munition. Und hier liegt auch noch Geld rum. Okay. Na gut. Da ballern sie mein Auto kaputt, was sollen die Scheiße? Na komm, triff. Danke. So. Na komm her. So. Ich erledige auch noch mal eben. Was ist denn da gerade explodiert? Ah, naja, egal. Wahrscheinlich eine Granate, die der Typ geworfen hat oder so. Wer weiß. Ich hab mitgenommen. Das dauert eben so ewig, da hin und her zu latschen. Naja. Gleich mal die Quest hier markieren. So, her damit. Her damit. Und da drüben auch noch. La 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 la. Ich würde irgendwas sollen wahrscheinlich mal ein bisschen ab und zu stiller sein. Weil ich also sowieso nicht auch nicht gut kommentieren kann. Stets und ständig. Von daher. Hey,
Ich möchte nicht so rufen. Nein, natürlich nicht. Und ich habe jetzt gesteckt. Oh Mann. So. Munitionen, die man brauchen kann. Eine Granate, weg damit. Und da drüben sind Viecher. Ja, die lassen wir mal leben. Die bringen eh keine EP mehr. Großartig. Wie der ist immer im Fall da angestiegen ist. Naja, egal. So. Naja, ist gut, da ist mich zufrieden. Ich hasse euch, wie ich hier wisst ihr das eigentlich? Noch jemand? Nein, gut. Keten, nein, Munition, die ich nicht brauche. Wow, toll. Komm nicht recht für das Finale, die Munition. Oh man. Noch einer. Ach nur Spucker. Ach, die sind so nervig, ey, ganz ehrlich. Ja. Die sind so nervig. Das Viecher, ey. Oh, Geld. Her damit. Noch mehr Geld. Her damit. Na gut, so viel ist das auch wieder nicht am, naja. So, das Stückchen auf mal jetzt. Und schon ja 6 Minuten gebraucht, bis ich hier angekommen bin, ey. Oh mein Gott. Naja. So. Nehmen wir das Zeug ansammeln erstmal. Das war nicht allzu viel Geld, aber naja. So, Combat Rifle aufstocken. Gott, haben wir schon mehr viel zu viel verbraucht. Hier haben wir was Interessantes. Ey, da müsste ich eigentlich durchkommen. Naja. Also jetzt haben wir irgendwas Interessantes im Laden. Ja, halt die Klappe, Markus. Nee. Das Ding. Das Ding vielleicht. Auch nicht. Und zwar mehr Feuerrate, aber viel weniger Schaden. Nein, danke. Verzichte ich drauf. Let's go. So. Noch mehr Skags. Hm, toll. Und Alpha, na super. Und tschüss. Da müsst ihr erstmal mit Schild weg lassen, ne. Das ist sicher. Oh, komm schon. Ja, und ein Alpha, ist klar. Wenn ich mal treffen würde, ne? Wenn ich mal treffen würde. Ja, da kommt ja noch einer, ist klar, Mann. Und noch einer. Schau, nee. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann mich immer nur um einen gleichzeitig kümmern, das ist das Problem. Nachladen. Wir müssen uns was, alles scheiße. Wenn ich nicht immer so oft daneben treffen würde, Mann. Noch mal Schaden machen. Oh Gott. Du scheiß Mystery, ey. Ich hasse euch wie die Pest, Mann. Ganz ehrlich. Ja, irgendwie nur Geld. Na ja, super. Das hat sich jetzt noch so gar nicht gelohnt. Munition und Geld. Wow. Dann nur Kleckerbeträge, die kein Schwein gebrauchen kann. Naja. Level 19 sind wir jetzt. Also Überlastung. Gut.
Das heißt, wir haben jetzt maximal 69. Naja. Das bringt ja kaum was irgendwie. Na gut. Hallo. Mann, soll es ein Witz sein? Das hat dir niemand überlebt. Die Menge will keinen Helden. Sie wollen die Leute sterben sehen. Nimm dein Geld und verschwinde. Naja, du Arsch. Kann ich auch leiden. Nicht. So. Ist das stärker als mein Ding? Ich weniger Schaden nur. Und mehr Zielgenauigkeit. Ich glaube, ich nehme es. Das ist wieder so ein Ding. Die mag ich ja eigentlich nicht, ne? Egal, was soll's. So. Okay. So, na dann auf zu Sledge. Ja, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Echt. Kurz was trinken. Milch. Milch. So. Also, was getrunken. Kann ich nicht brauchen. Es sitzt hier runter. Ja. Und so. hier rum. Eigentlich passt das Auto ja durch, aber ja, weil da ja eine unsichtbare Mauer ist, ne? Es ist naja. So. Und let's go. Let's go, mein. Schön ist ja, dass wir ja später wieder hin zurück dürfen. Und warum sie einen die Quest nicht gleich geben, das ist also wieder ein klassischer Fall von Spielzeitstreckung. Dass man da wieder hinlatschen darf. Ganz ehrlich, das ist so. Sowas hasse ich wie die Pest. So, oh Gott, ich habe kaum noch Munition. Scheiße. So. Jetzt aber. Ist das stärker als meins? Nein, natürlich nicht. Aber ich mache mit Longbow sowieso viel lieber. Von daher. Da haben wir noch irgendwas Interessantes? Ah, dann erklärst mal von der Sirene. Brauchen wir aber nicht. 216. 259. Geil. Ah, dafür aber ein bisschen weniger Ladegeschwindigkeit, aber das nimmt gerne hin. Ist natürlich übelst teuer mal wieder. Naja. So. Ja. Na dann, let's go. Warum läufst du eigentlich nicht? Das ist echt manchmal ein bisschen sehr dumm, was das angeht. Na, Freundchen. Warum können die eigentlich nicht gerade Strecken laufen? Die Psychopathen. Das macht nicht gerade allzu viel Sinn, aber na gut. So, haben wir irgendwas im Looten? Ja, da drüben. Geldschränke und Munitionsschränke. Wer tut da bitte eigentlich Raketen da rein? Das macht nicht sehr viel Sinn. Aber na gut, egal. Und tschüss. Ich muss ja eigentlich gleich in Deckung gehen, aber was soll's.